Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Gerade rechtzeitig noch zum Mutex-Raid. Möglicherweise mein letzter sogar. Montag. Ich erzähle euch mehr darüber, aber jetzt gehen wir erstmal rein. So. Jetzt mal die gelben hier finden. Also, X-Raid, Michaelibad. Wir haben noch nicht angefangen. Wir warten noch. Eine gewisse Person, weil eine andere gewisse Person gesagt hat, dass wir alle auf die warten. Auf jeden Fall ist Montag, Arbeitstag, bisschen Geleide, nicht jeder kann kommen, nicht jeder kann rechtzeitig kommen, kann man schon verstehen. So wie es aussieht, kommen jetzt alle X-Ray-Einladungen für Montag, das ist echt leidend. Wenn es so weitergeht und die so durchrotieren, dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, alles nicht möglich. Erst wenn wieder Samstag ist, bin ich wieder am Start. Ich habe nur in den Kommentaren, wie ihr das findet, so, dass die Einladungen jetzt werktags kommen. Hoffentlich ändern die das wieder. Und hoffentlich kommt die eine jetzt mal bald. Aber das wird auf jeden Fall mein letzter Mewtwo-Raid für eine Weile sein. So, endlich geht's los hier. 20 Minuten nach Start geht's endlich los hier. Immerhin, besser als gar nicht. Erledigen wir den mal schnell. Sorry. Schnell runterkommen hier. Ein Abschiedsgeschenk. Dafür, dass mein letzter Mewtwo sein wird. Für eine Weile. Irgendwas mit rausgehen. Ganz ehrlich, die können jetzt alleine rausgehen. Den Rest würde ich auch noch alleine schaffen. Das ist eigentlich schlecht, aber mittelmäßiger als die anderen. 35. Der macht Faxen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ein sehr schlechtes Gefühl bei dem. Das ist übrigens mein 10.
echt schlechtes Gefühl. Ah, da ist er. Und? Nicht mal ein Tag 15, gar nichts kann der. Schade. So, das war's. Ist jetzt 10 Uhr abends. Zu Hause angekommen, also ich bin schon eine Weile zu Hause angekommen. Hab sogar einen Livestream gemacht. Schaut da vorbei. Auf jeden Fall mein 10. Mewtwo gefangen. Und wir werden hier von ein paar WhatsApp-Nachrichten gestört. Schalten wir das erstmal ab. Wie gesagt, heute Montag. Es gab die X-Rates. Ich habe im Stream auch gehört, viele haben den nicht, jetzt nicht gemacht, wegen Arbeit, wegen Schule. Also Montag ist echt ein doofer Termin. Dementsprechend war das für eine Weile mein letzter Mewtwo-Raid, mein letzter X-Raid. Heute ging es noch, also Arbeit ist echt chillig, ich kann da echt, hab da viel Freiraum. Hab gesagt, heute Mittagspause, ich brauche eine halbe Stunde länger. Kein Problem. Und zum Glück war der Raid halt auch um 13 Uhr, wo ich halt Mittag mache. Weil sagen wir, der wäre um 15 Uhr gewesen, da kann ich nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt um 15 Uhr Mittag und dann noch, auch noch eine halbe Stunde oder eine Stunde länger, also zwei Stunden Pause einfach. Also sowas geht halt nicht. Deswegen Glück gehabt heute, dass alles so funktioniert hat, konnte ich mein 10. Mewtwo mitnehmen, mein viertbestes. Was, also ich habe 200, ich kann mich nicht beklagen, aber der an sich war jetzt echt nicht so gut. Aber schreibt noch in den Kommentaren, wie es bei euch so lief. Konntet ihr euer Mewtwo machen oder hattet ihr keine Zeit, zwecks Arbeit? Oder Schule oder Studium. Auch wenn Studenten immer Zeit haben. Und natürlich auch, wie gut es war. Und eure Meinung dazu, dass sie halt jetzt wochentags stattfinden. Dieses Mal Montag, nächste Woche auch Montag. Ich habe extra nicht deswegen getriggert. Also es war eh tot, also ich habe eh nicht geradet. Aber ich hätte für nächste Woche auch eine Einladung haben können. Aber dann dachte ich mir, also es war Samstag in der Früh. Dann war genau bei der X-Raid Arena ein Raid. Und ich wollte eigentlich hingehen. Ja, dann dachte ich mir, Alter, wenn ich da eine Einladung bekomme und es ist wieder Montag, ich kann da echt nicht hingehen. Ich brauche 45 Minuten, also von der Arbeit zu der Arena, um die 40 bis 45 Minuten, also nur hin und zurück, sind schon mal 1,5 Stunden. Und das auch nur, wenn die Verkehrsmittel genau kommen. Ich kann natürlich auch sein, dass ich dann auf dem Bus, auf die U-Bahn nochmal warten muss, extra ein paar Minuten. Das sind dann auch nochmal so 10 bis 20 Minuten, das sind schon 2 Stunden. Mit dem Raid an sich noch, also das kann man, also Arbeit ist echt chillig, aber ich kann das echt nicht jede Woche bringen, jede Woche einmal extra länger Pause machen. Ich kenne ein paar Leute, die haben jetzt Urlaub genommen, aber auf Dauer geht das halt echt nicht und ich habe jetzt seit meinem ersten X-Raid beinahe jede Woche, abgesehen von einer Woche und abgesehen davon durchgehend jede Woche eine Einladung bekommen. Das war jetzt mein 10. Mewtwo und stellen wir uns jetzt vor, die nächsten paar Male, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das geht einfach nicht. Motivation, also bei mir jetzt natürlich, weil ich 200 habe, aber ich kenne auch viele, die haben noch keinen guten und trotzdem ist die Motivation, die Begeisterung für Mewtwo nicht mehr so hoch, dass man jetzt extra Urlaub nimmt oder extra Zeit von der Arbeit wegnimmt. Also da schneidet sich Nighty, glaube ich, auf jeden Fall ins Bein damit, weil die Begeisterung, die Motivation an sich ist nicht mehr so hoch und dann erst recht nicht, wenn man da werktags auftauchen muss. Aber wir werden sehen, was Niantic da so treibt. Das war's von mir und meinem 10. und vorerst letzte Mewtwo. Mal schauen, vielleicht kann ich hier und da doch noch einen reinschmuggeln. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Armies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.